Servus, liebe Zuschauer, da ist der Glockengießer. Ja. Heute mal ein ganz ungewöhnliches Video, was ihr sonst von mir und von meiner Webseite eigentlich gar nicht kennt auf YouTube. Heute mache ich mal eine Bierverkostung. Und zwar das mal kein alkoholfreies, sondern ein normales. Und zwar Wolfshöher Weißbier. Da wird jetzt wahrscheinlich kaum einer von euch was damit anfangen können. Die Brauerei Wolfshöhe liegt im Nürnberger Land, gehört zu einer der ältesten Brauereien im Nürnberger Land auch. Und die gibt es seit 1872, wie es auf dem Flaschenetikett drauf steht. Und gehört zur Gemeinde Neunkirchen am Sand, Postleitzahl 91233. Familiengeführte Privatbrauerei, Webseite www.wolfshöher.de. Zum Hinweis, das ist keine Werbung, das ist jetzt nur eine Verkostung durch mich. Ich kriege das Bier nicht gestellt. Das mache ich einfach, weil ich es selber schon mal probiert habe, weil mein Großvater das gehabt hat. Das war die letzte Biermarke, die mein Großvater getrunken hat, bevor er gestorben ist, 2002. Zuvor hat er Mack und Michel aus Weißenburg und Sigwart aus Weißenburg gehabt. Und weil es das Bier dann in Nürnberg nicht mehr gegeben hat, dann ist er auf das Wolfshöher Weißbier umgestiegen. Das Etikett hat es jetzt vom ersten Eindruck her kaum verändert. Ich meine, dass Freer, der Hintergrund, der jetzt da in Blau ist, dass der Freer in einem dunklen Grün war, so wie der Deckel. In demselben Grün war meine das Etikett von der SA. Haben sie ein bisschen umgestaltet, aber ansonsten der Inhalt ist derselbe geblieben. Und ja, das habe ich jetzt aufgemacht für heute Abend. Und weil ich auf YouTube nirgendwo ein Video drüber gesehen habe, dass das mal jemand vorgestellt hat, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es selber mal eine Vorstellung. Ich habe schon ein bisschen was davon getrunken, aber für die Vorstellung langt es noch. Das Weißbierglas ist von meinem Großvater und deswegen kommt es jetzt auch zur Anwendung. Also es hat eine sehr schöne Farbe, gelbe Farbe. Die Hefe setzt sich in der Flasche schnell ab, also da muss man schon gut schütteln, dass sich die löst. Aber das ist kein großer Aufwand, das ist schnell gemacht. Es ist auch nicht so, wie soll man sagen, die Hefe ist auch nicht so dick. Ich habe schon Weißbier gehabt, da war so viel Hefe unten in der Flasche drin, am Flaschenboden. Das hast du gefühlte 10 Minuten schütteln können oder in der Hand rollen können, die Flaschen. Das macht man ja so. Ne? Das hast du gefühlt die 10 Minuten machen können, hast das drauf gegossen und dann war immer noch ein Rest Hefe in der Flasche drin. Also das ist dann schon blöd, wenn du das nicht komplett rauskriegst. Ja, den Schaum habe ich als allererstes runde gefieselt und abtrunken, weil der Schaum ist beim Weißbier das Beste. Also da verbinde ich auch ein bisschen die Kinder doch damit, weil wenn mein Großvater Weißbier aufgemacht hat und das eingeschenkt hat, ich habe immer die Schaumkrone habe ich immer gerecht. Und das war schon eine schöne Zeit damals. Versetzt mich ein bisschen in die Kindertage zurück. 93, 94, 95, wie ich bei den Großeltern immer zu Besuch war. Ja, und jetzt versuche ich euch einmal zu beschreiben, wie ich das wahrnehme, wenn ich das Weißbier von Wolfshöhe, wenn ich das aufmachen will, wie der Eindruck ist. Also schöne gelbe Farbe hat es, trüb ist es. Riecht fruchtig, vom Weizen nimmt man auch leicht die Säure im Geruch wahr, aber eben nur leicht, das ist also nicht aufdringlich. Im ersten Schluck merkt man sofort die Kohlensäure, also da ist die Kohlensäure ist spritzig bei dem, also ich habe schon andere Weißbiersorten probiert, da ist die Kohlensäure eher so, ja, im Vergleich zum Mineralwasser jetzt, um den Grad von der Intensität anzugeben,
ist das Wolfshöher im Bereich spritzig anzusiedeln, während die anderen Weißbiersorten eher so im Bereich medium bis sanft anzusiedeln sind. Das ist richtig spritzig, zischt richtig schön. Der erste Schluck, wenn man das trinkt, schmeckt es nach Banane, also sehr, sehr gut. Haben also einen guten Hefestamm dafür. Und nach einer Weile, wenn dieser Bananengeschmack, wenn er sich dann langsam ja, auflöst, sag ich mal so, dann kommt der Hopfen und die Weizennote zur Geltung. Die Weizennote ist aber auch nicht zu aufdringlich, also nicht zu intensiv. Das ist genau richtig. Und man muss ein bisschen Obacht geben, weil wenn man dann den ersten Schluck schon getan hat, auch durch das mit dem Geschmack der Banane, durch die Hefe, die drin ist, geht es runter wie Öl. Also da muss man aufpassen. Also mehr wie 2 Seidler am Abend sollte man nicht trinken. Ja. An alle Zuschauer, deswegen an der Stelle, kennt eure eigenen Grenzen. Alle, die unter 16 sind, sollten sowieso überhaupt keinen Alkohol zu sich nehmen. Wer es unbedingt probieren möchte, der soll sich dann mit seinen Leuten, also mit seinen Eltern mal auseinandersetzen, was die sagen. Wenn die sagen, ja, darfst du das einmal probieren, wir holen einmal eine Flasche und das nehmen die auf ihre Kappe, dann ist das denen ihre Sache. Aber wichtig ist, kennt eure eigenen Grenzen, kennt euer Limit. Ich weiß, dass ich bei 1 Seidler, also bei 0,5 Liter, dass ich da schon Obacht geben muss. Weil ich merke, wie es mir zu Kopf steigt. Und dieses Wissen oder dieses Gespür zu haben, dass es einem zu Kopf steigt, das ist wichtig. Das muss jeder selber ja, austesten, auch das Gespür dafür entwickeln, wann Schluss sein muss, damit es einem nicht aus die Latschen haut. Weil das wollen wir alle nicht. Weil wir wollen ja, Biergenießer sei und keine, ja, wie soll ich es beschreiben? Säufer, die ist einfach, nein, Hauptsache drin. Also dafür ist es nicht gedacht. Ja, und dafür ist das Wolfshöher Weißbier auch viel zu schade, weil das ist so ein gutes Bier. Also mein Großvater damals, der hat schon gewusst, was Gold ist. Ne? Und das ist wirklich was für die Genießer. Ich habe das Wolfshöher Weißbier auch schon mal dem YouTuber 3TH Edward geschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, seinen Nutzernamen. Ich werde mal in die YouTube-Videobeschreibung, werde ich mal schauen, ob ich seinen Kanal verlinken kann. Wenn ja, dann mache ich das. Dem habe ich einmal Flaschen voll geschickt, zusammen mit einem Weißbierglas mit meinem eigenen Motiv. Da hat er ein Kurzvideo drüber gemacht. Und wenn also jemand von euch Interesse hat und das einmal gezielt, das Wolfshöher mal testen will und einmal eine Probierflaschen haben möchte, schreibt es mir in die Kommentare, dann kriegt es meine E-Mail-Adressen und dann schaue ich mal, dass ich da irgendwas auf die Reihe stelle, dass ich euch einmal eine einzelne Flasche zum Verkosten schicke. Ja. Ein golden Freund von mir, der ist in Nürnberg recht viel unterwegs. Der war jetzt vor kurzem bei ein paar Leuten. Da haben sie sich getroffen. Da sind sie zum Stammtisch gegangen. Da hat er mal 2 Flaschen Wolfshöher Weißbier dabei gehabt. Und die waren alle ganz erstaunt und gesagt, die Brauerei gibt es nicht mehr, weil sie zeitlang nichts gemacht haben. Aber die sind jetzt wieder voll am Durchstarten. Und das ist halt ein kleiner Geheimtipp. Das gibt es nur in Nürnberg und Umgebung. Und wie gesagt, wenn es einer testen will, schreibt es mir an, dann schicke ich euch eine einzelne Flasche mal zum Testen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ihr es euch von mir zuschicken lasst, guten Appetit, lasst es euch schmecken. Und nochmal der wichtigste Hinweis: kennt eure Grenzen. Ja? Nicht trinken, bis nichts mehr geht und bis man unterm Tischlicht oder bis wieder rauskommt, weil wenn man es rausspeit wieder, dann war der ganze Geschmack dahin. Ja? Und das ist auch nicht im Sinne von dem Brauer, der das gemacht hat. Weil der Braumeister,
Der hat sie müde mit seinem Bier gegeben und der hat sie ärger gemacht damit. Und das dann so nahe zum Saufen, dass man es wieder speibt, da hat er sich die ganze Arbeit umsonst gemacht. Also dafür ist es nicht da. Also genießen, sich auf den Geschmack konzentrieren, bloß A-Flaschen aufmachen, ja, dann hat man viel davon. Und wenn man dann, was weiß ich, nach einem Monat sich die zweite aufmacht, dann lernt man das auch zu wertschätzen und den Geschmack in den Vordergrund zu stellen, anstatt bloß nahe zu schütten. Okay? Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Jetzt ist Freitag, so gehe ich ja, ja, was wird es sein? Halber Elfer, dreiviertel Elfer abends, schätze ich mal. Ich werde mich jetzt dann in meine Koje verziehen und man hört und sieht sie. Servus. Ach ja, damit ich es nicht vergesse, Grüße gingen raus an den 3TH Edward. Und an, noch ganz wichtig, auch an den Prüfwirt, an den Helmut nach Osterhofen. Ich habe dir, Prüfwirt, habe ich auch schon mal ein Weißbierglas geschickt von mir. Wenn du Interesse hast an dem Wolfshöher Weißbier, ich würde dir gerne mal eins zum Verkosten schicken, wenn du das magst. Schreib mal was in die Kommentare, wenn du dazu kommst, wenn du das Video siehst. Vom Prüfwirt, die Seiten verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Ist ein Elektromaster, macht sehr gute Videos, sehr gute Erklärvideos. Da schaue ich gerne immer mal wieder rein, weil mir selber immer wieder was dazu lernen bei dem. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall Gutes Nächtle und habt einen schönen Abend. Mein Herr und sich sehen. Servus.